Wohnwagen oder Wohnmobil? Diese Frage ist immer wieder die Gretchenfrage. Und wir wollen mal versuchen, das Ganze für uns zu beantworten, weil wir im Moment auch mal so ein bisschen nach Wohnmobilen gucken, wie die aufgebaut sind und was uns da passiert. Und da kann ich euch ein bisschen was zu erzählen. Wenn es für euch interessant ist, hört euch den Film an. Hier wird natürlich mehr geredet. Ich würde sagen, macht's ab. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Sende. An dieser Stelle möchten wir uns mal eben bedanken, auch im Namen meiner Frau und natürlich von Lasco für die ganzen Abonnenten, da kommen ja immer wieder welche dazu, und für die ganz vielen Daumen hoch, die wir von euch bekommen. Dankeschön, und das macht uns Freude, wenn wir so etwas sehen. Ja, Wohnwagen haben gewisse Vorteile. Sie stehen am festen Platz oftmals, man kann sie hinterhängen. Ich habe ein Fahrzeug mit. So, die drei Sachen habe ich. Dann ist immer wichtig, ganz wichtig, das ist aber bei Wohnwagen und Wohnmobil immer das Gleiche. Die wichtigsten Punkte möchte ich hier einfach mal anführen. Das ist erstens die Toilette. Die Toilette, ne, wenn ich auf das Örtchen gehe und ich habe nicht genügend Platz auf dem Örtchen, ja, und kann mich da nicht vernünftig setzen, bewegen, machen, tun. Dusche, genau das Gleiche. Wenn ich wirklich mich in dem Wagen duschen will, muss mein Fokus auf der Toilette und auf der Dusche liegen. Ja, und dann muss ich gucken, klappt das? Ist da Platz genug? So, dann kommt das zweite Thema. Zweite Thema ist für uns bezogen das Bett. Das Bett muss auch einwandfrei gut sein, damit ich gut schlafe, sonst habe ich ja keine Erholung im Urlaub. Also diese beiden Sachen sind gleich beim Wohnwagen wie auch beim Wohnmobil. Ansonsten haben wir beim Wohnwagen wirklich den Vorteil, wir haben immer einen fahrbaren Untersatz mit dabei, und von der Gesamtkostenstruktur ist der Wohnwagen günstiger durch die laufenden Kosten im Jahr. Teurer ist der Wohnwagen ganz klar auf den Campingplätzen, weil für die Wohnmobile wird ja immer ein zusätzlicher Stellplatz angeboten. Und diese Stellplätze, die dort angeboten werden, die sind mittlerweile wirklich nicht ganz schlecht. Wir haben uns einige angeschaut, wir haben die nicht alle gefilmt, vielleicht machen wir mal ein paar Filme über einige Stellplätze. Wäre durchaus interessant, das Ganze sich von der Seite mal anzuschauen. Aber da stehe ich autark mit dem Wohnmobil, da gibt es keine Probleme. Das Gleiche könnte man theoretisch auch mit dem Wohnwagen. Ich weiß nicht, warum das mit dem Wohnwagen nicht erlaubt ist oder nicht geduldet ist. Kann ich nicht genau sagen, weil es mittlerweile auch ganz viele Wohnwagen gibt, die das Ganze auch können. Die haben eine Solarfläche auf dem Dach, die haben autark, die haben auch Schmutzwasser, Grauwasser. Ja, ist alles an Bord. Und gut, das Wohnmobil, man kommt vielleicht schneller weg, dass man sagt, okay, das steht startklar da, ich brauche nicht ankoppeln, ich kann rein, ich kann los. Und ich darf autark stehen. Ich stelle mich irgendwo hin im Hafenbereich oder in schönen Stellplätze halt. Das ist so die Frage. Und infolgedessen haben wir gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben das jetzt hier nicht kostentechnisch aufgebröselt, weil das ist immer schwierig. Welches Modell vom Wohnwagen nehme ich? Ja, wenn ich einige Kollegen sehe, die dann auch darüber berichten, ich weiß nicht, ich denke, unser Wohnwagen ist von den laufenden Kosten her sehr günstig, weil wir eben nicht alles Vollkasko Suche noch versichert haben und die Abschreibung und diese ganzen Sachen. Das kann ich vielleicht rechnen, wenn ich einen neuen Wohnwagen kaufe. Ganz klar, muss ich anders rechnen, wenn ich ein Wohnmobil kaufe. Ja, da gibt es auch Leute, die kaufen sich öfter mal ein größeres Wohnmobil, das dann auch teurer ist. Es sei ihnen gegönnt, es ist schwer verdientes Geld und sie sollen ihren Luxus auch leben. Das sehen wir auch so. Infolgedessen sind wir im Moment mal so ein bisschen am Gucken nach Wohnmobilen, und da laufen uns die dollsten Dinge über den Weg. Mit kurzen Worten, wir schauen mal, wir haben versuchen auch hier und da mal zu drehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wir können ja nicht kommen und sagen, bring die Videokamera mit und wir drehen. Wir suchen, wenn ein Wohnmobil irgendwo zwischen 3.500 Euro und irgendwo zwischen 11.000 Euro, diese Preisspanne, da haben wir uns ein wenig umgeschaut. Und es ist nun mal so, dass diese Fiat-Modelle alle an der Frontscheibe, an den Gummidichtungen, links und rechts, die Modelle von 88 bis mindestens 95 oder sowas, die rosten da alle durch in den Fensterecken, unten links und rechts Frontscheibe, ja. Da müsst ihr gucken, da sind die alle durchgerostet, das ist eine Fiat-Krankheit wohl. Und natürlich in den Radläufen müsst ihr gucken, und ob in der Außenhaut Probleme auftreten oder ob schon Alufraß begonnen hat. Diese
Kategorie von Wohnmobilen. Zwischen 3.500 Euro und ca. 7.000 bis 10.000 Euro. Die nehmen die Händler nicht mehr an, weil die Händler da eine Garantie drauf geben müssen. Und das können sie nicht. Und die mögen durchaus gut laufen. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr solche Wohnmobile kauft, anguckt und anschaut, wie ist die Historie, was ist an Kilometerleistung drauf, kann man die Kilometerleistung nachvollziehen, ist eine neue Kupplung verbaut, ist ein neuer Anlasser verbaut, das hören wir immer wieder. Es sind neue Bremsen drin, es sind neue Verteiler drin, neue Dichtungen drin. Ja, das sind die Sachen, was dann gemacht wurde und ist es nachvollziehbar. Und das Beste ist eigentlich, wenn ihr jemanden findet, der dieses Wohnmobil dann auch 13, 15, 16 Jahre oder mehr auch gefahren hat, ja, damit er auch wirklich was darüber erzählen kann. Und man kriegt manchmal die dollsten Dinge zu hören. Wir haben das Fahrzeug bei der Werkstatt gehabt und die haben gesagt so und die haben gesagt so und die haben gesagt so. Naja, gut und gut, die sagen natürlich viel, die Werkstätten, aber dann kann man sich selber immer von freireden. Ich habe da nichts von gewusst. Oder wenn man etwas drauf hinweist, ach ja, das habe ich dann auch schon gesehen und dies habe ich gesehen. Naja, das sind so viele Punkte, wo man dann drauf achten muss. Also in diesem Bereich hoffen wir, dass wir noch weitere Filme da diesbezüglich zur Verfügung stellen können. Und wir beschäftigen uns auch noch mit anderen Dingen. Wir hoffen, dass wir da ein bisschen helfen konnten. Bis denne, gut dahin, tschüssi.